So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Digge. Heute ist der Raid Day mit Garados. Welch ein Glück, wir wollten eigentlich um 11 einen Xerneas Raid machen, zusammen in der Community, ja. Was ist passiert? Die haben den Raid Day einfach noch 3 Stunden vorgeschoben. Jetzt ist überall Garados statt Xerneas. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir haben so lange die Shenaya vom Bahnhof abgeholt. Das Hi. Ist die Shenaya. Wo haben wir dich abgeholt? Vom Bahnhof. Genau, mit ihrer Evoli-Mütze. Genau. Das ist der Hannes, den kennt ihr auch, den habt ihr nämlich schon gesehen und gestern und überhaupt und keine Ahnung. Und einer, der Biermann, der Bieronkel, der Bierfahrer ist noch dazugekommen. Das ist der Scheinux. Guckt euch das an. Wie groß war es vorhin? 1,70. 1,70 mit Glatze, hat er gesagt. Das ist der Scheinux. Der sieht total, das sieht aus wie Curse. Genau, jetzt haben wir es. Kennst du Curse? Nee, wer ist gut, das? Gut, das ist so ein Rapper. Man kennt doch Curse als Rapper. Und der hat hier den ganzen Kofferraum voll Bier, hat er gesagt. Wir haben dann reingeguckt und gesagt, er hat uns verarscht, da ist gar kein Bier. Aber dann hat er das geheime Fach gehabt. Guckt da rein, wie das aussieht. Alles voll Bier. Und ich glaube einfach jetzt zur Begrüßung werden wir uns einfach mal eins rausholen. Das hier kenne ich sogar, das habe ich doch auch mal gehabt. Da wollte ich der Shenaya sogar eine Dose schenken, weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht habe. Mit diesem schönen Biso-Fang drauf. Ich nehme das jetzt mal raus. Jungs, Mädels, ihr sucht euch was raus. Du suchst dir was raus. Wir suchen den Rest, denn der Zai ist noch da. Der Dumanoman, also Andreas, ist da. Die sitzen auf dem Markt und essen gerade ein Eis. Pupsi ist auch da. Die ist auch gleich beim Markt. Wir treffen uns jetzt alle und wollen dann jetzt den Garados Raid Day zusammen spielen. 5 Raids. 5 Pässe, glaube ich. Oder 6. Ich weiß nicht. 5 oder 6. Wir versuchen also die Gratis-Pässe wegzumachen, aber brauchen noch einen für Xerneas. So, dann auf einen erfolgreichen Raid Day. Und wir sagen Prost. Prost. Und jetzt zeige ich aber mal hier kurz das Etikett. Guckt euch das doch mal an. Guckt euch das an, der Lemon Tree, ne? Mit einer Birne dran. Das ist ein Etikett, das möchte ich im Weihnachtskalender haben. Solche Biers gibt's da nicht. So, wir stehen jetzt hier an der ersten Arena. Das ist nämlich Stolpersteine, Moment, Mega Garados, Stolpersteine, Simon und irgendwas anderes. Das ist die Gruppe, ich zeig's euch nochmal, das ist die Zeine, den habt ihr eben nicht gesehen. Pupsi ist am Start, die übernimmt noch ein zweites Handy, die spielt die Nudel. Der Silvio am Start, der Scheinux, hier die Shenaya mit ihrem Pikachu. Ja, genau, Pikachu. Also das haben die Kinder da hinten schon wieder gerufen, Pikachu, da weiß es immer noch Evoli. Hannes am Start. Moin. Und jetzt der Mann, der zu Fame ist fürs Internet, der braucht den ganzen Trubel nicht. Andreas, du Mann, oh Mann, auch am Start. Wir wollen jetzt also die 5 freien Pässe wegspielen und ich würde sagen, ja, wir gehen einfach mal rein. Komm, wir gehen rein, hui. Mal gucken, vielleicht kriegt jemand einen Shiny. Den sieht man aber nicht. Vielleicht kriegt ja jemand einen Shiny, vielleicht kriegt jemand einen 100er. Weiß jemand den 100er wert? Bestimmt nicht. Nur jetzt sind schon drin. Laden wir hier am Ballon. Oh, Scheinux könnte ich einladen, der ist online. Nehmen wir einfach mal 5 von hier oben und gucken wir, was das wird. Mit was kämpft ihr so? Ich hab da gerade ein Terrarium drin. Weißt du? Warum auch immer eine große Karte? Das Ding ist ja jetzt. Das Ding ist ja jetzt. Ach, weil der Zauberkreis ist. Okay, erster Raid, erstes Shiny hier auf dem Nudel-Account. 1933 war das höchste. Wir fangen mal kurz, laufen dann weiter. 890er, laufen weiter, machen den zweiten Raid. So, zweite Arena. Wir stehen jetzt hier vorm Chinamann. Das ist der Chinamann. Und das da oben ist die Arena übrigens. Das ist die Sonnenuhr für alle, die es noch nicht gesehen haben. Wir gehen jetzt auch hier drauf, ne? Werfen jetzt mal rein. Ihr seid ja alle soweit. Ach, ihr seid ja... Ja gut. Ich dachte, ihr seid wieder raus. Die sind immer noch drin. Ich komme auch mal dazu. Vielleicht kann ich noch jemanden einladen.
Prinzessin, Alex, irgendwas, ab ins Tierheim, Abu Kuki. Da steht die Bande, die Rasselbande, ne? Und ansonsten gucken wir gleich mal, ob was Gutes dabei ist oder ob jemand einen Shiny hat. Besten Shiny-Counter noch einblenden. Wir sind eh gleich fertig. Die nächste Arena ist 1 Meter daneben und dann 2 da oben und das war's. Und dafür 6 Stunden Zeit. Müsst ihr euch mal überlegen. Ich biete 1 Euro. Ja, yeah, Frustration. Ich könnte zumindest ein Sternenstück, da hast du ganz viele von. Ein Sternenstück. Jetzt reicht's auch. Für was? Würde ich am Platini, Community Day gibt es 3-fach Sternenstaub. Wenn du da eine Stunde rumläufst, 2 Sternenstaub verbringst und halt alles verbringst. Ah, 7 Sternenstaub. Dank Sabrina habe ich hier keinen. Ich habe doch die Sternenstaub. Ach so, die Rampflegstunde. Rampflegstunde. Das sind 1370. So, wer hat das höchste und wer das scheinigste? Durch die Scheine weitergeben können. 19,22. 18,8. Zweite Runde kein Shiny, aber 19,26 das höchste. Ich weiß nicht, was das ist. Die fangen, ich bewerte erst am Ende. Weiter geht's. Arriba Nummer 3. So, wir sind jetzt am Raid Nummer 3. Der Pisse Dino, ne? Wie die Leute immer sagen. Zeigen wir euch nochmal kurz, dass ihr das gesehen habt. Das ist der Dino. Und da ist der Rest, da ist die Meute. Wir stellen das jetzt hier ab. Wir gehen jetzt hier rein. Ihr seid bestimmt schon wieder drin. Ich kenne euch doch. Ja, 3 drin. Da wartet keiner, nix. Wir waren doch gleich weg. Hättet doch essen können hier, Jungs. Ja, da sind schon alle drin. Adabe, Aliton, Andy Project, Wegtrains. Nehmen wir mit, laden wir ein, stellen euch ab und gucken mal, was passiert. Also ich habe ja 1928 irgendwas. Hier beim Andreas gab es auch ein Shiny. Bei Pupsi gab es da ein Shiny dabei. Zack, das sieht gut aus. Rest hat glaube ich nichts. Rest ignoriert mich. Die Ignoranten da. Wir laufen jetzt auf jeden Fall noch zur Kirche und zum Stadtwappen. Das sind nämlich genau 2 direkt nebeneinander. Mal gucken, ob hier auch noch was dabei ist. Ja, viele sagen, den Raid Day braucht man gar nicht. Total unnötig, aber 5 kostenlose Pässe kann man doch trotzdem einfach mal wegmachen. Und wenn man noch einen Shiny kriegt, hat man eins. Auch wenn man keins mehr braucht, kann man es ja trotzdem mitnehmen und einfach spielen. Ne? Spielen, Spaß haben, rumlaufen, fertig. So, nächste Arena am Start, das ist das Stadtwappen. Und für die Kirche gehen wir extra dann rüber auf die Grünfläche, aber das, so weit sind wir noch nicht. Das ist das Stadtwappen, wenn ihr mal guckt. Das ist die Arena, richtig genial. Das ist die Gruppe. Achso, den dürfen wir ja nicht zeigen. Ja, genau. So, das ist die Gruppe. Da steht keiner mehr außerhalb des Bildes. Wir gehen jetzt hier rein. Mal gucken, wer das Höchste hat. Ja, wer das Niedrigste hat. Es sind schon wieder alle drin. Ah! Ramses ist immer der Letzte. Nee, redet immer zu viel. Ich bin diesmal auch noch nicht drin. Mich würde ja mal interessieren, wer immer der Öffner ist. Ja, hier. Ist es immer ein anderer oder ist es immer einer? Der also zieht das, der zieht das eiskalt durch. Jetzt bin ich dran. Das nächste Mal schreiben wir uns die Namen auf und dann gibt's Strafpunkte. Brotpilot, Bitur und Cat. Haben wir doch wieder 5. So, ich stelle euch wieder ab, damit ihr das Treiben beobachten könnt. Nein. Von deinem Kumpels schwarz über und dann reizt mich und dann. Ah. Ja,
sehen, wie du ihn erkennen, ob er brät. Ja, genau. Wir gucken mal kurz weg. Wir gucken kurz weg. Hier irgendwo hier vorne hast du ein bisschen die Fanfotos gehabt. Nee, das war da vorne. Genau. Das war vorne am Strich. Es waren nur drei Jungs. Solange du nicht erzählst, dass du die Fahne nicht zuhörst, oder wir passieren sie in den Das ist geil. 1916 sind wohl die zwei Besten. Es gibt keinen Shiny. Das sieht so aus wie meine Mütze, aber das nicht, weil das ist ja blau. Jetzt gehen wir direkt die Straße rüber. Guck, das seht ihr das? Wir sind hier links und wir müssen jetzt hier rechts. Und wenn ihr das nicht wusstet, ja, ich kann das verlassen und kann trotzdem wieder drauf und darf dann trotzdem noch fangen. So gnädig sind sie. Das geht aber nur, glaube ich, 5 Minuten. Danach ist das Zeichen da, dass du den schon gemacht hast und dann hast du keine Chance mehr zu fangen. Deswegen tue ich jetzt mal hier die Beere drauf und versuche mal zu werfen. Mann, ist der aggressiv. Ach Mann, und jetzt haut er wieder ab. Einfach fabelhaft. Wir sehen uns gleich drüben an der Kirche. Grüße und Kesto, schaffe ich, Alter. So, das ist die letzte Arena. Ich zeig's euch nochmal. Das ist hier diese Kirche, die Apostelkirche. Marius hat direkt bemerkt, dass man da oben vom Dach runterspringen kann. Hier in diesen Laubhaufen, wie bei Assassin's Creed. Das hast du sehr gut bemerkt, Marius. Ne? Das ist ein sehr schönes T-Shirt, Marius. Wir müssen nochmal, Moment, halt kurz die Luft an. Merkst du hier? Dieses Gewand zeigen. Schauen Sie dieses Gewand. Und Pikachu hier auf dem Kopf, genau, immer noch. Wer jetzt denkt, das ist Evoli, der, was wolltest du denn jetzt sagen? Da hat er seinen 100er Hit dran bekommen hier. Wer, er? Du. Er? Du. Wie redest du mit mir? Jetzt? Du. Er? Du. Gut. Wenn ihr das noch wisst, schreibt es mal rein. Da ist du, Mann, oh Mann. Er hat sich jetzt versteckt hinter den Handys. Ich denke, du sollst nicht immer. Ja, genau. Er hat doch extra die Handys hoch, dass man ihn nicht erkennt. So. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier rein. Oh, Null! Was ist da denn los? Macht wohl heute keiner Raids? Das erste Mal, dass ich eine Nuller sehe. Schnell alles einladen, dass wir wieder 100.000 Leute haben. Poge Angie, Prinzessin, Uwak, Andy Mask und Andy 007. Mehr steht oben nicht. Andy Primetime müsste da noch stehen. Willst du nicht mal überreden, dass der Pokémon zockt oder was? Ja, das schon zweimal angefangen, hat einen Zubat nicht gefangen bekommen, hat rumgeflucht und hat hinterher ein dickes Statement-Video gemacht, was das für ein Müllgame wäre. Wegen dem Zubat, ja. Toll. Dass er nicht gefangen bekommen hat. Ich stelle euch jetzt mal hier auf diesen Wagen drauf. Das ist nämlich alles hier richtig genial. Pupsi hat schon wieder das nächste Shiny hier auf dem. 1921, glaube ich, das höchste. Und ja, wir fangen mal lieber jetzt in Ruhe. So, die Jungs haben alle gefangen. Ich war bereit, noch einen sechsten zu machen am Schwimmbad, aber die wollen ihre zwei anderen Pässe, liebe Volksenäas, raushauen. Den wir vielleicht, wenn wir den gut machen, noch heute an dem Tag rausbringen können. Als Video. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Klaus Hipp. Er geht ja jetzt noch nicht essen hier, ey. Deswegen wollen wir kurz mal die Ausbeute zeigen. Wir fangen mal mit dem Zai an. Der wahrscheinlich das ist die schlechteste Zai. Was haben Sie das Beste bei Ihnen heute war? 1895? 97. 1897.
alle unter 19, kein Shiny. Sind Sie zufrieden mit dem Tag? Auf jeden Fall. Na, was soll's auch? Es könnte nicht schöner sein. Es könnte nicht schöner sein. Da ist der Heuhaufen, also der Laubhaufen. Wir gehen mal. Message, ja. Wir gehen mal rüber zum Hannes. Hannes, wie sieht's denn jetzt hier aus? Wir haben doch gar kein Girafarik-Rate gemacht. Nee, du hast 19,5 zweimal. Das sind deine besten. 19,5, wenn ihr das seht, ja. Wie, bist du zufrieden? Nö. Ja, ich habe meine 100er, ich habe meine Shinies. Ha, du alter Angeber, das du. Ist, das nö, passt. Dann gehen wir mal weiter zum zur Kudde, ne? Hallo Kudde. Hi. Silvio, hallo. Grüße. Wir gucken mal kurz drauf, was wir haben. Ich sehe kein Shiny. Ich sehe 19,3 als das Beste, wenn ihr das auch seht. Hat's Ihnen gefallen, der Herr? Community hier, die Leute sind cool, aber gar hat es. Könnt ihr vergessen. Fangt's wild. Habt ihr alles richtig gemacht. Fangt's wild. Wo kommt er her? Genau, wenn ihr es rausgehört habt, schreibt's mal in die Kommentare. Wir gehen mal weiter zum Pikachu. Ne? Ihr seht es nochmal ganz deutlich. Seht ihr dieses Gelb? Das ist Evoli. Wir haben. Wo hast du den denn noch gemacht zwischendurch? Kein Shiny. Und wieso hast du überhaupt 6? Ich habe zwischendurch einen Fanrate gemacht. Fan? Wer von wem? Von Tick Kekslord. Tick, Grüße an Tick Kekslord an der Stelle. Dein Bestes war 1922. Ja, nee, meins ist besser. Brauche ich gar nicht bewerten. Waren Sie zufrieden, der Herr? Herr Evoli. Nee, sagen wir es mal so, Garados interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber in der Gruppe zu raiden hat Spaß gemacht. Genau, das will ja Niantic, dass man rausgeht und 3-6 Stunden Zug fährt, um 5 Raids zu machen und wieder heimgeht. Das ist die Niantic-Logik. Dann haben wir Hupsi. So, wir gucken mal hier drauf. Die war nämlich ganz fleißig. Die hat hier ein Shiny gefangen. 1922 ist das Beste. Hier haben wir 2 Shinies und sieht fast aus wie bei Marius, alles unter 19,5. Du hast bis jetzt den meisten Erfolg abgegriffen. Wie war es für dich? Hat es Spaß gemacht? Wie findest du die Leute so in der Community? Wie findest du mein Bändchen? Ach nee, das ist hier von dem komischen Tim. Das ist eine Pfirsich, die aussieht wie ein Bobs. Du machst also Werbung für, ich weiß nicht mal, wie der heißt. 24 Tim. Seid ihr auch 24 Tim Fans? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir gehen schnell zum Andreas. So, dich dürfen wir ja nicht zeigen. Hallo Andreas. Ja, hallo. Dich dürfen wir nicht zeigen. Du hast hier einmal 19. Hier drüben, das ist? Genau. Nee. Du musst der 96er sein. 96er mit 1926. Und hier ein Shiny und 1933 ein 98er. Das also gute IV-Ausbeuten. Auch ein Shiny dabei mit 2 Geräten unterwegs. Genauso crazy wie Pupsi, ne? An alle anderen nur ein Gerät. Hat es dir Spaß gemacht, auch wenn es relativ kurz war? War schön. Gerne wieder. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir sonst so abgeht. Für mich war es was Besonderes, weil ich hätte wahrscheinlich zu Hause gesessen und hätte Garados Raids gestreamt, damit ich wenigstens jemanden habe zum Unterhalten. Ne? Und ich habe kein Shiny, aber 1928 auch. Und das ist auch ein 96er mit 15, 13, 15, Hildburghausen. So, wie war eure Raid-Tour? Habt ihr, wie viele Raids habt ihr gemacht? 5? 7, 8. Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Schreibt es mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Muss ich mal hier durch. So. Ich denke, hier ist irgendwas zum Drüberfallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Tschüss. Für jedes Abo trinkt Hannes ein Stammball. Genau. Für jedes Abo isst Hannes ein Lutzdöner. Ja, genau. Das passt, glaub ich, besser. Das heißt 13.000 Lutz-Döner, dann fang schon mal an.